Guten Tag und willkommen zurück hier bei Super Mario Maker 2 Online. Wir schauen heute erstmal in die Top 20, sind es glaube ich, dieser Woche rein. Und ich denke, das wird dann auch erstmal genügen für diesen Part. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Also ich sehe hier schon, auf dem ersten Platz ist ein Level, was von gestern ist. Und das hat noch nicht mal so viele Aufrufe und auch noch nicht so viele Likes, aber anscheinend ist das Interesse der Community da. Also bin ich mal gespannt. Want me to play you levels? Das von Avicii oder was? Was ist da los? Einen Moment, ich muss mal eben... So, sorry. Was ist das hier jetzt? Also entweder schnalle ich hier was nicht, oder der Level ist trash. Nee, sorry, aber es waren einfach nur so übereinander gestapelte Plattformen. Was soll die Scheiße? Warum ist das auf Platz 1? Was zum Teufel? Naja, machen wir weiter. See you. Basement. Hat es was mit Terraria zu tun? Weil da gibt es ja auch dieses komische fliegende Auge. Aber ich glaube, das sieht anders aus, ne? Das hat irgendwie diese... Adern an der Seite hängen und nicht runter. Schöne Kronleuchter hier. Echt nice. Wäre noch cool gewesen, wenn er das irgendwie geschafft hätte, die zum Leuchten zu bringen. Ah, okay, hier ist ein Schlüssel. Noch nice hier mit den Treppen. Schön gemacht alles. Und hier die Treppen nach oben. Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Grusel-Level. Auch fürs Auge so, dass er es hier so ein bisschen ausgeschmückt hat. Mit eben einem Kronleuchter oder einem Treppen halt. Alter, was zum Teufel? Das hat mich gerade tatsächlich ein bisschen erschreckt. Ist das nur ein reines Grusel-Level oder kann man hier tatsächlich krepieren? Okay. Ja, aber feier ich. Ist schön, ist echt schön gemacht. Holy shit. Wo muss ich her? Hier? Na, hier ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Und da unten ist die Tür.
Nicer Troll. Okay. 1, 2, 3, okay. Ah, okay. Wäre man aber auch so rangekommen. Und es gibt anscheinend noch einen Boss, so wie ich das sehe. Oh. Okay. Okay. Echt mega gut, ey. Holy shit. Okay, ich muss mich etwas beeilen. Na gut. Ey, das ist mega gut. Das war mega geil, ey. Holy shit. Das war krass. Respekt. Richtig, richtig Respekt. Weil gerade so im Horrorgenre, wofür das Spiel ja überhaupt nicht ausgelegt ist, ist es echt schwer, sowas zu bauen. Und das hat hier der Merlane, hat das echt gut hinbekommen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es wird schwer, da noch was Besseres abzuliefern. Aber jetzt zum Gravity Falls Theme. Das habe ich, die Serie habe ich vor, ich glaube, einem Jahr mit Kumpels durchgeschaut. Ich meine, ja, Kinderserie und so. Aber nein, die ist mega geil. Gute Serie, mega nicer Theme-Song. Und ich bin mal gespannt, wie Glenn das umgesetzt hat. Ah, okay. Okay, ist etwas gekürzt, aber ich denke mal, es muss so sein. Ah, okay, es geht noch weiter. Wie nice. Oh, wie cool. Ich, für jeden, der die Serie vielleicht noch schauen will, will ich nicht spoilern, aber der hat nochmal eine Extra-Version gemacht, die es später in der Serie gibt, weil was Bestimmtes passiert. Mega gut gemacht. Habe ich gefeiert. Cool. Immer schön, wenn man dann nochmal so ein bisschen zurückgesetzt wird, was wir auch mit der Serie erreichen wollten. Einfach, weil man das so als Kiddie geschaut hat, aber nie wirklich komplett durch. Und die Serie ist einfach zu gut, um sie einfach nur teilweise zu schauen. So. Logical Thinking, Canyon 28. Vom Basco. Wenn du das hier siehst, danke für dein Level. Ich mag Rätsel-Level. Hoffentlich ist das Ding hier auch geil.
Ja, also hier auf jeden Fall. Ah, okay. Entweder habe ich alles aus Zufall richtig gemacht. Oder es ist nicht das klassische Rätsellevel. Sondern eher so ein... Hä? Okay. Sondern eher so ein... ja, Kombinationslevel. Wo man verschiedene Dinge aktivieren muss. Und... dann aktiviert sich irgendwas im nächsten Raum oder nächsten Part des Levels. Zuerst mal das. Brauchen wir auf jeden Fall die Feuerblume. Okay, mit dem Pi-Ballon. Kommen wir da oben hin? Ah, okay. Ich glaube, da läuft auch gar nicht aus, oder? Hm. Ja, natürlich. Wir müssen das noch aktivieren, damit wir da hochkommen. Und dann können wir weiter. Okay. Hier, falls man die Feuerblume verloren hat. Na gut. Damit man groß ist. Ist das wichtig, hier groß zu sein? Klingt jetzt eher so, als müsste man klein sein, aber... es kann natürlich auch sein, dass es gewollt ist, dass man groß ist. Ich muss da ja kaum rein, oder? Na gut. Okay. Es ist tatsächlich gewollt, dass man hier groß ist. Und dann kann man hier nämlich durch das aktivieren. Das dann aktivieren und dann kann man hier lang. Alles klar. Ich dachte, ich hätte mich da jetzt aus Versehen gesoftlockt oder dass er nicht vernünftig mitgedacht hat. Ah, okay. Interessanter Level. Sehr komplex alles. Und abstrakt vor allem. Können wir hier rein? Hallo. So. Oh Mann, ey. Okay, dann das aktivieren. Dann hier oben lang, schätze ich mal. Ah ja, okay. Also ich weiß auch gar nicht wirklich, was ich hierzu kommentieren soll, weil das ist alles... Das ist alles so... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, abstrakt ist tatsächlich das beste Wort dafür. Das ist einfach nur so ein Level,
wo man, glaube ich, gar nicht mitkommen soll, was gerade passiert. Okay. Jetzt muss ich nach unten? Ich schätze mal. Ja, okay. Okay, erstes Level, erstes Leben weg. Und zweites Leben weg. Und ja, ah, okay. Hier oben. Und drittes Leben weg. Alles klar. Und das war's auch schon. Wollen uns denn noch das One-Up? Hallo. Mann, ey. So. Ja, nice. Ist zwar jetzt nicht so meine Art von Level, aber interessant. Sehr interessant, sowas zu spielen. Das hat 6 Minuten 20 Sekunden gedauert, ey. Holy shit. Ja, Wertung lasse ich mal aus, weil ist jetzt nicht meine Art von Level, aber schlecht war es jetzt auch nicht. So. Dann anscheinend der Theme-Song von Pokémon. A new journey begins, let's catch Pokémons in the wilderness. Oder doch nicht der Theme-Song, sondern sowas. Irgendein ausgeklügelter Mechanismus, mit dem man dann quasi Pokémon fangen kann. Fangen kann. Ja. Ah, ja, das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Das ist cool. Mag ich. Okay, hier den müssen wir ein bisschen Weg zeigen. Erstmal hier hoch. Nice. Ja, das ist cool. Also es ist jetzt nicht unglaublich komplex, wie ich mir es am Anfang vorgestellt habe. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ein netter Einfall auf jeden Fall. Auch wenn ich glaube, dass er sich da inspirieren lassen hat. Also es ist auf jeden Fall nicht von ihm selber. Zack. Nice, okay. Hätten wir auch bis ganz nach hinten fahren lassen können, aber ich wollte unbedingt schneller sein als er. Ah, und hier ist auch der rote Yoshi. Wusste ich gar nicht, dass man den auch hier im New Super Mario Bros. U-Stil finden kann. Okay. Na, komm. Und den Mancha haben wir. Ich kenne mich leider nicht gut genug mit Pokémon aus, dass ich da mir irgendwie was Witziges einfallen lassen könnte. So von wegen, ja, das ist jetzt das ist jetzt Bisasam oder Pikachu oder was auch immer. Wobei, der Stein könnte Macholo sein oder der Mancha irgendwie Kleinstein oder irgendwie so ein Quatsch. Hey, wie kommt er denn da hoch?
Hä? Wie kommt er da hoch? Wie soll er denn da hochkommen? Ich versteh's nicht. Boah, bin ich gerade ein bisschen zu... blöd dafür. Ich glaube, er rennt nicht schnell genug darüber, um ehrlich zu sein. Ach so, man kann... ja, klar, er muss nicht ganz oben sein. Ich hab's nicht ganz erkannt, weil ich da gequatscht habe. Aber ich glaube, das war das Ende vom Pokémon-Theme-Song. War nice, ja. War cool. Hat mir gefallen. Gerne mehr solcher Dinger. I see you. Basement. Ja, nee, komm, das überspringen wir jetzt mal. Können wir vielleicht in den nächsten Part noch packen? Na, obwohl, nee, komm. Wir geben einfach anderen Baumeistern die Chance, sich zu beweisen. Wir brauchen ja jetzt nicht immer so die ungefähr gleichen Level spielen. Ach so. Ja, run, okay. Okay. Wollte mich am Anfang schon beschweren, so von wegen, ja, wenn man hier rennen soll, dann sag einen das doch auch. Aber es stand zwar oben, aber es war sehr schwer zu erkennen. Ja, war okay. War jetzt nichts absolut Besonderes. So von wegen, es wurde schön ausgeschmückt oder was auch immer. Und weswegen ich hier kein Toll geben werde, ist, weil ich finde, solche Level sollten automatisch passieren. Also man sollte daraus ein Automatik-Level machen, dass das Level für einen selber da durchfährt. So. Tanuki Baseball Mix Shots, okay. Und ich sehe auch gerade, Top 20 wird auf jeden Fall nichts mehr, aber vielleicht schaffen wir ja noch bis Top 10. Ah, okay. So ein Level. Sick. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Nur ich glaube noch nie selbst gespielt. Oh. Okay, dann habe ich jetzt gefailt. Hallo. Hä? Der war doch gut getimed. Okay. Jetzt haben wir ihn aber. Okay, kurz angetäuscht. Shit. Okay, den haben wir. Oh, was? Okay, da müssen wir einfach nur abwehren. Wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass das geht. Und ein Bossfight. Okay. Da müssen wir vernünftig timen. Dass das dann auch da reingeht und nicht zu uns zurückkommt. War nice gemacht. Da musste man wirklich akkurat
das dann timen. Oh, da hat er Mario gemacht. Cool. Das Ding zu Speedrun stelle ich mir echt sehr frustrierend vor. Also Timing-Geschichten. Na. Green Automatic. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Sammle alle Münzen 740 und erreiche das Ziel. Okay. Ist kein... Doch, ist ein Automatik-Level. Ah, okay. Warum macht er dann da die Zielbedingungen rein? Komisch. Ja, interessant. Aber jetzt kein Automatik-Level, was jetzt wirklich ein echt ausgeklügeltes Konzept hat. Deswegen lasse ich es mal unbewertet. Aber trotzdem nice. Schön gemacht. So, und zum Schluss Jump Up Superstar aus Super Mario Odyssey. Let's go! Habe ich ja auch hier Let's Played auf dem Kanal, falls ihr euch das nochmal ansehen wollt. Findet ihr, glaube ich, auch ziemlich easy die Playlist dafür auf der Startseite. Ich glaube, er hat ein bisschen die falschen Instrumente gewählt. Ja, war cool, aber irgendwie hat sich das so angefühlt, als wären es teilweise einfach die falschen Noten gewesen. Ich glaube, es lag daran, dass er, sie in dem Fall, sorry, dass sie dann nicht die passenden Instrumente gewählt hat. Aber was soll's. Ich glaube, wird sie jetzt nicht jucken, wenn einer mal nicht auf mag ich gedrückt hat. Naja, wie auch immer, ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls ihr wollt, dass ich von euch irgendwie Level spiele oder bestimmte Level spiele, was auch immer, dann postet sie gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.